Weiter geht's in Metaross City. Hallo. Wie, mein Pokémon ist niedlich? Sicher, das weiß ich doch. Aber ich weiß auch, dass ich es gerne mit dir tauschen würde. Ich gebe dir meinen Samurzel, wenn du mir einen Trasler gibst. Einverstanden? Nein, ich habe keinen Trasler. Du willst nicht tauschen, kein Problem. Aber mein Pokémon ist wirklich niedlich, das weißt du schon. Ich würde es ja machen, wenn ich eins hätte. An allen Orten gibt es alle Sorten von Pokémon und Menschen. Ich finde das faszinierend. Daher besuche ich alle möglichen Orte. Geh weg! Aus dem Weg! Euer Team Aqua. Prepare for trouble. Make it double. Warte, warte doch, bitte. Kannst du nicht einfach meine Waren stehlen? Ein Dieb, ein grässlicher Dieb. Hinterher. Wo ist der Dieb? Oh, du bist das. Du bist dieser großartige Trainer, der mir im Blütenburgwald geholfen hat. Hilf mir, Team Aqua hat mich ausgeraubt. Ich muss die Devon-Waren zurückbekommen. Wenn ich sie nicht bekomme, dann habe ich ein riesiges Problem. Ah. Hinterher. Obwohl, ich sollte vorher mal meine Pokémon heilen. Ja, das wäre eine kluge Idee. Halt, ich muss noch eben zum Pokémon-Center. Nur mit der Ruhe, ich komme ja schon. So, hier, Schwester Joy, wir haben doch keine Zeit. Was knacken? Ich gebe dir auch ein Trinkgeld hier, Alde. Danke, deine Pokémon sind ja topfit. Blub. So. Jetzt sind halt diesen Rüppeln her hier. Hinterher, wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Route 116. Route 116, Metaross City im Westen. Mann, lass mich in Ruhe. Ich muss hier Team Aqua jagen. Meine Pokémon sind die Kings. Überzeug dich selbst. Aus Sacramento die Kings? Oder aus Los Angeles die Kings? Eishockey oder Basketball? Teenager Ludger. Marshallow. Auch ein Pokémon der ganz alten Schule, der allerersten Generation. Level 9, Käthe. Geht raus. Gekkabor kommt rein. Marshallow setzt Energiefokus ein und hat dann, glaube ich, eine höhere Chance, Volltreffer zu landen gleich. Ich hau einen Ruckzuckhieb drauf. Und er setzt einen Fußkick ein und der ja, macht 5 Schaden, nicht sonderlich viel. Noch einen Ruckzuckhieb hinterher. Er macht noch einen Fußkick. Nochmal 5 Schaden, mache ich einen Absorber und das dürfte es dann sein. Jawohl. Marshallow wurde Energie abgesaugt. Marshallow wurde besiegt. Käthe erhält 84 Erfahrungspunkte, Gekkabor ebenso. Spieler besiegt Teenager Ludger. Aua, ein Kratzer, ich brauche dringend einen Verband. Phipps gewinnt 144 Poké-Dollar. Weiter geht's, weiter geht's. Oh, ein wildes Pokémon, ein wildes Pokémon, ein wildes Pokémon. Oh, das habe ich noch nicht. Kann ich mir eigentlich mein 6er-Team vervollständigen mit dem Nincada. Los, Käthe. Tackle. Oh, jetzt Härten. Macht der Härtner, das kann dann ja dauern. Wenn ich das hier mit Käthe probiere. Ach ne, Volltreffer. Zum Volltreffer geht das ja. So. Nochmal Härtner. Immer diese pure Defense hier. Noch einen Tackle. Das läuft doch ganz gut. Oh, jetzt geht er in die Offensive über. Kratzt mich. So, ich denke mal, 2 Tackle mache ich noch. Dann werfe ich mal den ersten Ball. So, ein Tackle noch. Bin ich mal gespannt, ob es dann schon reicht. Bisher hat ja jeder Pokéball... Okay, die Tackle hat nicht getroffen. Dann mache ich nochmal, weil treffen sollte sie schon. Jetzt macht er auch noch Blutsauger und holt sich Energie zurück. Ah, ich werfe hier nach trotzdem mal einen Pokéball. Bisher hat ja jeder Pokéball zum Erfolg geführt. Ich guck mal schauen, ob es jetzt den ersten Misserfolg gibt. Ich habe ja genug Bälle auf Lager. Phipps setzt Pokéball ein. Bup, 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 bup. Jawohl. Ein 6. Pokémon. Nincada wurde gefangen. Für Nincada wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Nincada ist ein Vorbereiter. 0,5 Meter, 5,5 Kilo. Am Fuße von mächtigen Bäumen baut es sein Nest. Mit seinen schnurrbartähnlichen Fühlern über
prüft es die Umgebung aus der dunklen Ecke. Möchtest du dem Ninkala einen Spitznamen geben? Ja. Es ist männlich und da gerade von Schnurrbart die Rede war, nenne ich es Cody. Frei nach WWE Wrestler Cody Rhodes. Mustachio, wie auch immer. Der mit dem Schnurrbart, so. Cody ist jetzt in meinem Team dabei. Tipps für Trainer. Wenn du die Entwicklung eines Pokémon stoppen willst, musst du den B-Knopf drücken, während es sich entwickeln will. Das Pokémon entwickelt sich dann nicht, das nennt man Entwicklungsstopp. Oh, jetzt lasst mich in Ruhe, Leute. Ich will auch das Team Aqua jagen. Ich lerne in der Schule und auf dem Heimweg lerne ich auch. Brumm. Was sind wir? Eine Herausforderung von Schulkind Kerstin. Knilz wird in den Kampf geschickt. Level 9. Los, Käthe. Und Rückzug. Gekka-Bohr rein. Knill setzt Stachelspore ein. Oh, das paralysiert mich doch. Weiß nicht, reicht denn der Ruckzuck-Hieb immer noch aus, um erst anzugreifen? Paralyse müsste mich ja eigentlich langsamer machen. Ne, Ruckzuck-Hieb reicht noch. Oh, jetzt macht der Absorber eine Attacke, die ich schon mal irgendwo gesehen habe. Macht nur einen Schaden. Eieiei. Mach ich mal einen Pfund. Absorber nochmal. Okay, wenn ich jetzt nicht Ruckzuck-Hieb mache, dann bin ich aufgrund der Paralyse langsamer. Pfund. Noch ein Pfund. Er tackelt mich. Oh, paralysiert. Ich kann nicht angreifen. Bzzp. Absorber. Mann, jetzt macht meine... Oh, macht einen ganzen Schadenspunkt. Gekka-Bohr setzt Pfund ein und das war's doch. So, Kerstin. War doch wohl nix. Käthe erhält 61 Erfahrungspunkte. Gekka-Bohr erhält 61 Erfahrungspunkte. Gekka-Bohr erreicht Level 15. Spieler besiegt Schulkind Kerstin. Ich bin geschockt. Ich habe verloren. Fips gewinnt 180 Pokédollar. Ach, so werde ich nie so ein eleganter Trainer wie Felicia. Oh, nächster Kampf. Wenn es keinen Tunnel gibt, dann klettere ich eben über den Berg. Jetzt lasst mich in Ruhe, Leute. Ich will Team Aqua verfolgen. Mann, Mann, Mann. So, hier wieder. Wanderer Lucius. Mal wieder ein Kleinstein. Level 8. Verschwendet nicht meine Zeit hier. Mit Kämpfen, die mir nicht viel bringen. So, Loturzel rein. Aber Erfahrungspunkte sind ja immer gern gesehen, von daher. Braucht man nicht übertreiben mit dem Gemotze hier. Ist auch nicht ganz ernst gemeint. Lebensula, die Stärke der Elektrizität wurde geschwächt. Was soll uns das hier in diesem Kampf jetzt bringen? Loturzel setzt Absorber ein. Die gute Hedwig, wie sie heißen wird, wenn ich den... ich eine Möglichkeit zur Namensänderung bekomme. Kleinstein wurde Energie abgesaugt. Oh, und das war's doch schon. Kleinstein wurde besiegt. Käthe hält 63 Erfahrungspunkte. Erreicht Level 8. Kommt denn da ein schöner Schmetterling raus? Spieler besiegt Wanderer Lucius. Beim nächsten Level-Up von Schorsch wird er übrigens Level 16 erreichen und auch wahrscheinlich aufleveln. Philips gewinnt 320 Pokédollar. Weiter geht's. Der nächste Kampf. Das hier ist eine Sackgasse. Ich langweile mich zu Tode. Los, wir kämpfen. Zwei Pokémon. Teenager Mark. Knilz. Käthe, das hier soll ein schöner Schmetterling werden. So, rein mit dem Schorsch. Oh, ist Schorsch. Die Paralyse nervt mich. Ruckzuckhieb. Oh, er ist paralysiert, er kann nicht angreifen. Absorber von Knilz. Knilz, der Pilz. Zwischen Leber und Milz passt noch ein Knilz. So. Ruckzuckhieb. Absorber, mal wieder. Ruckzuckhieb und... Oh, merkt er nicht, dass die Attacke nichts bringt? Ein KP nur Schaden macht. Ich weiß nicht, ob er da überhaupt noch... Ob er die eine KP dann überhaupt bekommt. Ja, scheinbar schon.
Ruckzuckhieb und das war's. Blub. Nils wurde besiegt. Geta reicht 55 Erfahrungspunkte. Loturzel kommt in den Kampf. Nein, ich wechsle nicht. Ich möchte jetzt Gekabor gleich aufleveln sehen. The Evolution of Shorsh. So, Level 8. Mit dem Absorber dürfte ich da ja schon viel bringen. Erstauner. Gekabor setzt Absorber ein. Schicht im Schacht. Nein, doch nicht. Er ist ja auch ein Pflanzen-Pokémon, zum Teil zumindest, von daher. Ah, Paralyse, bläh. Nerv, nerv, nerv. Du wirst heulen. Du wirst heulen. Ruckzuckhieb. Ah, knapp, knappe Kiste. Er absorbt sich noch ein paar Erfahrungs-, ein paar Heilung-, KP, ein paar Energiepunkte zurück. Ein paar Lebenspunkte. Ich mach nochmal einen Ruckzuckhieb. Damit war's das. Gekabor erhält 126 Erfahrungspunkte. Spieler besiegt Teenager Mark. Das hat Spaß gemacht. Auch wenn ich verloren habe. Phipps gewinnt 128 Pokédollar. Der nächste Kampf. Lass mich raten, du setzt Kleinsteine ein. Wir werden dich hart rannehmen. That's what the girl said. Eine Herausforderung von Wanderer Nikolas. Kleinstein wird in den Kampf geschickt. Los, Käthe. Käthe. Los. Loturzel. Hedwig. Kleinstein setzt Lebensula ein. Die Stärke der Elektrizität wurde geschwächt. Absorber. Schubidup, mal wieder mit einem Schlag den Gegner besiegt. Kleinstein. Noch ein Kleinstein. Ich wechsle auch nicht. Also Hans und Mart, die werden ja natürlich gegen diese ganzen Gesteinviecher benachteiligt, weil die ja nicht viel Chance haben. Ich sollte sie gleich zumindest mal am Anfang des Kampfes einbringen, weil ich gerade erst die Weiterentwicklung von Käthe gerne haben würde. Ja. Der Suchtfaktor von Pokémon nimmt exponentiell zu, sobald die Entwicklungen ins Spiel kommen. Das ist immer noch eines der geilsten, einer der geilsten Aspekte des Spiels. Loturzel erreicht Level 12. Spieler besiegt Wanderer Nikolas, wenn man auch nicht genau weiß, wann die Entwicklung kommt, so immer die Spannung nach dem Kampf. Eieieiei, das war aber kein fairer Wettbewerb, das glaube ich aber doch. So, was ist das hier für eine Hütte im Wald? Berke Rasthaus. Könnt ihr mir meine Pokémon heilen? Brüll, was ist hier los? Ich war dabei, einen Tunnel ohne Werkzeug zu graben, als so ein Idiot mich verjagt hat. Dieser Tunnel ist voller Pokémon, die sensibel auf Lärm reagieren. Sie können einen Aufruf veranstalten, daher arbeiten wir ohne schwere Maschinen an dem Tunnel. Ich befürchte, dieser Idiot wird irgendwas Dummes tun und die Pokémon in Aufruhr versetzen. Lasst mich doch hier rein. Oh, hier, Muten Roshi. Oh, was mache ich nur? Pekko und ich waren auf einem Spaziergang und da kam so ein Schlägertyp. Der Schurke hat mir meinen Liebling Pekko geklaut. Oh, Pekko. Das ist ein Pokéball. Und ein Item X-Spezial. Das sind so die Items, die ich fast nie einsetze oder immer aufspare. Das ist doch ein Schalter, oder? In der Wand ist eine kleine Einkerbung. Hier ebenfalls. Was steht hier drauf? Metaflur-Tunnel. Verbindet Metaross City mit Wiesenflur. Das Tunnelprojekt wurde abgebrochen. Ich schau mal einmal kurz rein hier. Ein Pokéball. Jo, kann man immer gebrauchen. Was? Du willst gegen uns antreten? Ach, das ist doch der Team Aqua-Typ. Na, dann hol dir eine Tracht Prügel. Er kommt hier mit seinem New Orleans Pelican an, oder was ist das? Grimm, man sollte sich alle Kiel holen. Das als Geisel genommene Pokémon hat sich als völlig wertlos erwiesen. Dafür habe ich nun einen Fluchtweg in diesem Tunnel nach nirgendwo gegraben. Hey du, forderst du mich etwa heraus? Exactly. Team Aqua. Oh, er hat ein ganzes Pokémon, er setzt Pfiffchen ein. Hä, der hatte doch hier so einen Vogel an. Ach, das Vogel, der Vogel war wahrscheinlich dieser Pekko von diesem Muten Roshi da. Pfiffchen, so, Käthe, zeig, was du kannst. Giftstachel. Jaula von Pfiffchen.
Rakete. Setz Giftstachel ein. Ah, ich will eine Vergiftung erreichen. Das passiert zu selten. Meine Lieblings-Pokémon-Attacke ist übrigens Toxin. Ich die mal ziemlich cool fand. Und auch immer noch finde. Rakete setzt Giftstachel ein. Ah, jetzt vergifte ihn noch. Tackle von Fifian geht daneben. Hatte nicht so die große Erfolgsrate, was das Vergiften angeht, der Giftstachel. Ah, jetzt im vierten Anlauf. Hat doch letztes Mal, glaube ich, auch im vierten Anlauf erst geklappt. So. Vergiften und jetzt Zeit schinden mit Härtner. Das ist immer so eine Art Taktik, die ich immer schon gern gemacht habe bei Pokémon-Spielen. Gift sorgen und dann irgendwie den Kampf in die Länge ziehen. Dafür ist dann gerade ja die Attacke Toxin gut, weil da erhöht sich der Schaden ja, glaube ich, exponentiell auch. Sandwirbel, das ist mir scheißegal, weil ich mache jetzt nur noch Härtner. Bis Ultimo. Und hoffe, dass das Gift ihn zermürbt. Das macht ja gute Fortschritte. Er tackelt mich. Au, oh, jetzt habe ich auch nur noch einen Punkt. Dann brauche ich auch keinen Härtner eigentlich mehr machen, weil einen Schadenspunkt wird er ja mindestens in jedem Fall machen. Mal, dass er jetzt so blöd ist und ein paar Mal rumjault oder irgendwas anders macht. Und dann tackle ich ihn nochmal. Ja, jetzt macht er echt Jauler. Ich hoffe mal, dass Tackle plus einmal Gift jetzt raus ausreicht. Um für die Entscheidung zu sorgen. Jawohl. Ach. Wie so ein Kokon-Kete. Kokon-Kete macht hier den Team Aqua platt. Das hätte ich nicht erwartet. Und 29 Erfahrungspunkte. Level 9. Der wird auch relativ früh zum Schmetterling, Level 10 oder so, glaube ich. Spieler besiegt Team Aquarübel. Ugh, und so läuft eine vielversprechende kriminelle Karriere in eine Sackgasse. 220 Pokédollar. Das ist einfach nicht fair. Der Boss hat doch gesagt, der Job sei ein wahres Kinderspiel. Alles, was ich zu tun hatte, war, ein Paket von Divan zu stehlen. Wenn du es so dringend wieder haben willst, dann nimm es halt. Divan-Waren erhalten. Kriegt doch jetzt bestimmt als Belohnung den Zerschneider oder so. Fips packt Devon-Waren in die Basis-Item-Tasche. Und das ist doch bestimmt der Pekko hier. Ja, hier Mutenroshi. Pekko, bin ich froh, dass du unversehrt wieder bei mir bist. Pekko verdankt dir ihr Leben. Man nennt mich Dr. Brack. Ach, das ist Horst Brack, der Bestrafer. Und du bist... Ach, du bist also Fips. Ich danke dir von ganzem Herzen. Wenn du irgendein Problem hast, zögere nicht, mich um Hilfe zu bitten. Ich wohne in dem kleinen Haus am Meer, in der Nähe des Blütenburgwalls. Hast du den Royal Rumble 1995 auf VHS, Horst? Ja. Komm, Pekko, wir sollten uns einfach auf den Heimweg machen. Pio. Kleiner Wrestling-Insider gerade. Ah, jetzt wollte ich gerade speichern. Da kommt hier ein wildes Flurmel. Das versuche ich dann aber noch zu fangen, bevor ich diesen Part beende. Käthe, los. Die wird das nicht packen. Geckerbohr, der haut einen Pfund rein oder ein oder zwei oder, ein oder zwei Ruckzuckhiebe. Ich glaube, einer reicht schon. Aufruhr. Flurmel macht einen Aufruhr. So, oh, jetzt habe ich Silberblick gemacht. Scheiße, habe ich mich verdrückt. Oh, 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 oh. Da ist Schorsch besiegt worden. Hätte ich jetzt nicht erwartet. So, dann halt Loturzel. Aufruhr. So, Absorber. Ich denke mal, zweimal mache ich das. Das dürfte hoffentlich reichen. Oder dreimal vielleicht. Wenn er mich jetzt hier nicht mit Aufruhr weiter ausnockt. Ne, das hat jetzt nicht so viel Schaden gemacht. Nochmal Absorber. Die 8 Punkte hole ich mir doch zurück direkt. Naja, 4 nur. Ich werfe jetzt auch direkt schon den Pokéball. Nochmal Aufruhr. Pokéball los. Bom. Wupp. 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 Jawohl. Flurmel wurde gefangen. Für Flurmel wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Flurmel, Flüster. Es schreit so laut wie ein Düsenjet. Flurmel atmet durch seine Hörkanäle ein und kann daher kontinuierlich schreien, ohne Luft zu holen. Möchtest du dem Flurmel einen Spitznamen geben? Ja. Es ist ein Weibchen und da ich Marge schon habe, nenne ich sie jetzt mal Lisa.
ist in der Box. Ich speichere jetzt mal und wir sehen uns im nächsten Teil.